einfach mal durchgeht. Du könntest auch mitfahren. Stimmt, könnte ich, ne? Mhm. Willst du aber nicht, oder? Dafür müssen wir erstmal Steam starten. Ja. Ja, ist ja gut, ey. Die haben jetzt da auf 1.16 erhöht. Hast du schon geupdatet? Oder nicht? Ich hab mal Schätz. Nee, ist gut. Dauert zum Glück nicht lange. Ey, bei einer 100.000er dauert das lang, das ist wohl wahr. Hm. Es ist ja nicht an, viel. Letztens bin ich an der Autobahn hergefahren mit meinem DAF, ne? Und dann bin ich von der Autobahn runter, rechts auf der Landstraße und da war eine Tankstelle. Und die Tankstelle war an einer Kreuzung. Diese Kreuzung war locker voll mit 40 LKWs. Schön. Das war das reinste rundum Lichterorgel und Rumgehupe und Gedränge vom Allerfeinsten. Ich war froh, dass ich da raus kann. Das hat locker 10 Minuten gedauert, von der Autobahn runter über die Kreuzung. Mit 20 bin ich daher geschlichen, Alter. Mit 20. Ich konnte den Tempomat nicht mal auf 30 stellen, weil ich Angst hatte, dass ich wieder irgendwo vorfahre. Ja, glaube ich dir. Also wohl irgendwie ganz dummerweise, selbst die Abzüge mussten sich kaputt lachen. Da sind irgendwie drei Konvois zusammengetroffen auf dieser Kreuzung. Und natürlich hatte keiner irgendwelche Ahnung vom Straßenverkehrsordnung. Wo war es denn? Rechts vor links gab da einfach nicht an dieser Kreuzung. Nee, an welcher Stelle war das leicht? Boah, wo war das? Das war in Polen. Ah, dann ist es klar. Das war in Polen. Das war aber hier, da war schon ein polnischer Konvoi. Ein tschechischer Konvoi war das? Weiß ich nicht. Brasilianischer, portugiesischer, was auch immer. Hm. Auf jeden Fall weiß ich nicht. Ich kann zwar weder polnisch, noch tschechisch, noch portugiesisch oder sonst wie, aber das, was ich da unten im Chat gelesen habe, klang dann doch schon nach wüste Beleidigung. Wahrscheinlich so, ey, was weiter, Scheißsäcke, wir wollen es durch. Halt deine Fresse doch schon oder so. Zuerst hier. Lern mal schreiben, du Affe. Was beleidigst du mich, Junge? Lern mal LKW fahren. So viel können wir schon verstehen, gell? Inclined. Her damit. Hui! Vielleicht sollte ich wirklich mal Steam vorher starten, bevor er wieder mehr geht. Ja. Was? Mobile.de, Volkswagen Käfer, 12.500 Euro, habt ihr einen Schatten? 12.500 Euro krieg ich einen schönen Mercedes, was für ein Käfer? Gut, bei uns gibt's Männersachen.at, da kriegst du einen Hammer um 25.000. Der Jules hat ja jetzt ein Geschenk gekriegt, ne? Käfer. Schon wieder? Ja, was heißt schon wieder? Ich glaube, der ist mit dem Käfer immer noch nicht fertig. Ja, aber das ist schon jetzt schon zu 2 Jahren her. Ja, ja, aber der guckt ja die ganze Zeit hier nach Röhrenradio und so und hast du nicht gesehen. Aber er letztens noch versucht herauszufinden, vor wem der das Röhrenradio hergestellt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Blaupunkt. Ich könnte einen Kumpel von mir fragen. Dessen Vater hat auch bei den Käferwerken gearbeitet. Der dürfte das wissen. Ja, musst du mal fragen. Wäre für meinen Seelenfrieden interessanter. Ich bin der festen, wir waren uns echt nicht sicher, wir haben ja keine Anhaltspunkte rausgefunden, aber ich meine zu wissen, dass die alten Röhrenradios, die im Käfer drin waren von damals, irgendwie aus den 50er, 60er, ich meine, das war Blaupunkt. Hm. Mein Blaupunkt gibt's ja auch nicht erst extra, ne? Ja. 1.16 S. Okay. Bibliotheca, Eurotrack Simulator 2. Die Public Beta? Ja. Jetzt ist einer abgeschmiert hinter mir. Ja, er ist auf ein paar Meter ran und ist weg. Was sagt man immer? Kein Bier vor vier, ne? Scheiß drauf, Mann. Kein Bier vor vier und dann das? Ach, der Typ hat ja auch nicht mehr alle. Bei wie spät ist es eigentlich?
ist denn die Hockfresse wieder? Ach ja. Was ist denn so witzig? Ja, Malle ist nur einmal im Jahr, ne? Ja, und das singst du, wo du dir nur ein Bier holst. Ja. Das Obwohl wir das auch so sagen können, es ist nicht gesagt worden, welches 4 Uhr. Nee, es ist die Rede von 4 Uhr, nicht von 16 Uhr. Ja. Obwohl, wenn wir es mal wieder nach britischer Zeit betrachten, ist es halt scheißegal. Ach, britischer Zeit, die haben keine Zeit für die Inselaffen, die sollen dabei, wo der Pfeffer wächst. Mhm. Gut zu hören. Sollen sich mit ihren zusammen in Guinness baden, ist mir scheißegal. Würde ich nicht tun. Das wäre eine Verschwendung für Guinness. Das ist so ekelhaft. Ja, mein Vater hat das in der Dose geholt. Da ist ja so eine Plastikkugel drin, und das Bier nicht irgendwie anklumpt oder so. Das muss ja dann schütteln eigentlich. So, dass er die Kugel so rauf und runter wandern lassen. Ey, ich hab das in mein Glas geschüttet, ich hab angesetzt und musste direkt im Probenprogramm Sprenkleranlage gespielt. Ekelhaft. Ich hab da schon viel Bier getrunken, Guinness geht gar nicht. Guinness kannst du nur trinken aus der Original-Guinness-Flasche. Ja, aus der Dose ist das ekelhaft. Ja. Oder halt frisch gezapft im Pub. Mhm. User joined your channel. Hi, yo, Madi. Güntusch. Na, wie ist das Wert zu finden? Ausgeschlafen? Boah, frag nicht, Alter. Ich hab Sohn. Hey. Wieso, was ist los? Ach, übelstes Drama mit diesem blöden Self-Stick. Hier, ne? Ich bin ja jetzt gestern endgültig ausgezogen, ne? Und jetzt in einer anderen Bude, und dann habe ich mir so einen Stick geholt. Und das ist katastrophal mit dem Stick. Fahrerei und hin und her und Telefoniererei. Och. Weil die gestern Abend eigentlich schon online kommen, aber Vodafone hatte dann plötzlich einen Systemfehler, nachdem ich alle anderen Probleme ausgemerzt hatte. Ja, nicht mehr. So. Jetzt habe ich endlich einen Punkt gefunden hier in meinem verschissenen Raum, wo ich auch anständig empfangen habe. Mit 3G. Damit 2G brauchst du nichts machen. Lass du mich in der Cockstar-Werbung? Was macht der Mardi da? Der sucht Netz. Oh. Wenn Cockstar da so viel anders wäre. Ja, oh Mann, ich habe jetzt den Stick in der linken oberen Ecke hinter meinem Monitor mit Panzer-Tape festgemacht. Und dann habe ich jetzt die besten Empfang im ganzen Raum. User joined your channel. Nee. Hallöchen. Der Mardi! So. Ja. Gucken, wie lange. Lange 3G. Kannst du dem Mann nicht mal irgendwie 20 MB rüber schicken? Ich könnte so kotzen. Der mag seinen Stick richtig gerne. Warum hat er nicht den Monatsvertrag bei O2 genommen? Welchen Monatsvertrag bei O2? Weil ich kein O2-Kunde bin? Keine Vertragsbindung. Deswegen Monatsvertrag. Eben. Das ist ja keine Zeit. Ja, aber O2 habe ich hier kein. Abdeckung hier. Kriege ich nichts rein. Ah, die ist besser als die oder schlechter als deine jetzt? Nee, die ich jetzt habe, ist besser. Also, ich habe jetzt 3G. Habe ich hier jetzt mit so einem scheiß UMTS-Stick. Das geht immerhin schon mal. Entschuldigung. Also, zum Spielen reicht's. Dann war es nur so. Bin nur mal gespannt, wie lange diese 3 GB reichen. Wahrscheinlich nicht lange. Nein. Weil du, was du für eine Traffic-Belastung hast? Daten raus, Daten reicht. Ja, was soll ich denn machen? Das ist überhaupt nicht witzig, Alter. Die kommen alle nicht aus dem Arschtier mit dem scheiß Internet, ey. Die Telekom, wenn die mich da so vollkommen klicklich versagt hätte und sich mal gar nicht bei mir gemeldet hat, dann hätte das ja alles klappen können. Ich habe mich da rechtzeitig gemeldet, aber nein. Es ist wirklich zu kotzen. Jetzt führt erstmal ein Internetanbieter, ey. Oh. Ich weiß, ist das bei euch im Nordkabel Deutschland oder auch Unity Media? Das wäre ja schön. Dieses Scheißhaus hat aber keinen Kabelanschluss. Dann sollt ihr einlegen. Das werden die auch bestimmt machen. Ja, was? Du bist ja bestimmt nicht der Einzige im Haus, der eine dicke Glasfaserleitung haben will. Sollst du mal nicht so anzugucken. Ganz Deutschland schreit nach einer Glasfaservernetzung. Wie soll man aufhören rumzujammern und soll man die Kabel da legen? Was ist denn los? Scheiß DSL. Das wäre für die Unternehmer nicht mal das Problem, würde ich meinen. Das ist DSL und UMTS. DSL ist der letzte Schrott, ey.
Die hast weißt du, was DSL geil war? Weißt, maximal die ankommen. Weißt du, was DSL geil war, Martin? Früher, als wir von ISDN auf DSL 2000 umgestiegen sind. Da war DSL geil, aber mittlerweile leben wir in der Zukunft. Das ist nicht die scheiß Glasfaserkabel, ey. Telefonkabel klingt gerade. VDSL ist überholt schon. Ach, das ist alles der letzte Rotz. Was kostet so ein bisschen Kabelleitung da liegen zu lassen? 2000 und... Martin, das ist immer abhängig davon, wie lange das Kabel sein muss. Eben, das hängt davon ab, von also wie weit die nächste Verteilerstelle von deinem Standpunkt aus entfernt ist. Und das, der nächste Punkt ist ja, nur die können das verlegen, das ist ja deren Eigentum. Das heißt, sie müssen erst mal rausfinden, wo du wohnst und wo die nächste Verteilerstelle ist, von wo sie abzweigen können. Letzte Meile ist immer Kupfer. Die nächste Verteilerstelle ist 10 Kilometer weg. Ja, dann gib mir gleich ein Kupferkabel, hab ich genug Kohle. 10 Kilometer Kupferkabel. Das wird alles scheiße hier, ey. Das wird teuer, Kupfer ist teuer. Oh ja. Aber Martin, lass den Kopf hängen. Sarah, du musst mal auf ganz blöd musst du die mal fragen, wie sieht das eigentlich aus hier? Hier und hier wohne ich, wo ist eigentlich die nächste? Ich will Kabel haben hier, was ist los? Hab mal Verfügbarkeitscheck gemacht, welche Anbieter bei dir verfügbar sind. Ja. Stimmt, ne? Das nur Telekom? Verfügbar sind sie alle, aber alle nur mit maximal 6000. Alter, wo bist du hingezogen? Ja. Es ist hier so in den ländlichen Regionen manchmal so. Ländlichen Regionen? Nur eine 6000. Weißt du, Verfügbarkeit? Ich bin nach Lüneburg wieder reingezogen. Ja, ja. Wo? Also. Hallo, ich hab da Kabel Deutschland Kunden mit 100.000. Also. 4 Kilometer von Lüneburg entfernt. Ja, aber, trotzdem, nur 6000er verfügbar? Ist das das einzige Haus auf der Wiese? Hier müsste eigentlich das Badeweg, wo ich hingezogen bin, ist ein riesiges Dorf. Also da wohnen, was weiß ich, 10.000 Menschen oder so, oder 8.000. Und eigentlich ist das echt schwach, das hätte ich auch nicht erwartet hier, dass das so schwach ist. Martin? Kabel hat hier. Ich wohne in einem Ort mit weniger als 2000 Leuten und wir haben Glasfasernetz. Ja. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist einfach nur das, ob die Unternehmen das verlegen wollen. Ob sich das rentiert. Ja. Badeweg bist du hingezogen? Ja gut, dann erklärt, warum das Ruhrgebiet komplett verkabelt ist. Ja, wegen der ganzen Schwerindustrie und dem ganzen Scheiß. Oh, leck mich doch am Sack! Ach, das reicht ja gerade mal für eine Woche oder so, ey. So. Ja. Du darfst dir gar nichts patchen. Oh Mann. Das wird eine lange Woche. Das wird eine lange Woche, Sarah. Das nenne ich Sarkasmus. Oh Mann, ey. Vor allem nur 6000er möglich. Ist dein Haus das einzige auf einer großen, weiten Wiese, oder? Nee. Ja gar nicht. Liebe Zentraleuropa, wird doch wohl nicht so schwer sein. Muss ich mal anstufen. Das wird die da unten im Nahen Osten, im dritten Weltländern, da keinen Asphalt kennen. Das hat sich ja doch gefallen, aber... Naja, Südafrika ist der einzige afrikanische Staat, das geschafft hat, ein Glasfasernetz aufzubauen. Ja, ich wollte gerade sagen, selbst in Afrika kennen sie das schon. Boah, Reggie, ich sag's dir, Großbritannien ist scheiße zu fahren. Ja, ich doch mal nochmal meinen Nachbar fragen, ob ich mich in sein WLAN reinhängen kann, ja. Wenn es nur für ein, zwei Wochen ist, ist es eh ein Scheißegal, würde ich meinen. Aber warte, machst du einen auf ganz cool, oh. Sie bezahlt sie mir einen Monat davon. Ja, so. Legst du ihm dafür einen kompletten Monat da die Kohle auf den Tisch, dann kann er auch nicht nein sagen. Ein Monat Internet geschenkt, wer sagt dann nein? Bis die Leitung steht. Monate. Monate. Ach, mein Gott, genau. Ja, echt.
Das ist katastrophal, Alter. Also, wie heißt denn der hässliche Stick von dir? So, ist das... Hotspot? Wi-Fi. Hä? Es gibt so eine Homepage im Internet, die habe ich mal gefunden, vor Urzeiten. Da kannst du alle Anbieter prüfen, deren Netzabdeckung per Stick die Abdeckung genau an dieser Stelle ist. Da, wenn ja, weit ist. Ja, auch einen Mobilfunkvertrag holen. Ich will keinen verdammten. Ja, ich weiß, was ich haben will. So traurig. Ich mein PC doch wieder. Noch in die alte Bühne stellen. Ach, das ist so scheiße. Alles scheiße. Irgendwelche Lebensgrundlage beraubt. Willkommen im Zweiten Weltkrieg. Ich meine, schön und gut. Ohne Internet ist man HD aufgeschmissen und gefickt, aber trotzdem, das kann man ein bis zwei Wochen überstehen. Nee, das ist unmöglich. Das geht nicht. Kannst du keinem Menschen der Welt zumuten. Doch. Ach, das ist doch eine Scheiße. Warum sind sämtliche Touren, die ich annehmen will, immer am Arsch der Welt und führen nie nur mal grob in die Richtung, wo ich eigentlich hin will? Hey Reggie, ich bin gerade von Linz nach Glasgow unterwegs. Ich habe fast 2000 Kilometer vor mir. Gut, eigentlich noch mehr 170, weil ich schon in der Nähe bin. Sag mal deine Vorwahl, das Telefonnetz, Mari. 04131. 04131? Komische Vorwahl. Oh, der geht gar nicht. Es ist für oben. Er hat das jetzt rausgehauen, hat. Oh, da gibt er gar nichts. 04131, ne? Das ist ja. Ja. Ich hab was nach Amsterdam. Ob ich da hinfahren sollte? Nee, will ich nicht. Momentan sind da fast 180 Leute drin. Cool, das Mecker des Chaos. Ja! Ich bin da gerade nur an der Seite vorbeigefahren, trotzdem wären mir schon fast drei LKW reingefahren. Cool, ich stehe auf Nervenkitzel, da fahre ich hin. Wenn du meinst. Das ist die einzige Tour, die ich habe, die so halbwegs nach England führt. Ich komme eh gleich wieder zurück. Ja. Aber trotzdem. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Reggie? Ja? Das nervt langsam. Ja, ich weiß. Aber ich kann nichts dafür, Malle ist nur mal einmal im Jahr. Sing bitte etwas anderes mal. Ja. Oh, jetzt fällt mir wieder was ein, was lustig war gestern beim Marsch. Beim Marsch? Ja, wir sind gestern 15 Kilometer marschiert. Mit 30 Kilo Gepäck am Rücken. Was habt ihr da gesungen im Stechschritt? Rot-Weiß-Rot bis in den Tod, Rot-Weiß-Rot bis in den Tod. Nein, das singen wir nur, wenn wir am Laufen sind. Nee, ich hab mit dem Wachtmeister, weil ich ganz hinten gegangen bin und eh schon scheiße im Arsch war, weil ich gottverdammt nochmal Pillen, Schmerzmittel nehmen muss, weil meine Knie so verdammt wehtun, haben wir Odo schöner Westerwald gesungen. Ganz hinten.
weiß nicht warum, aber ich mag den Wachtmeister. Das, der hat dann schon einen relativ originellen Humor. Ja. Ich meine, wenn du einfach so anfängst mit ihm Udo Schöner Westerwald zu singen bei einem Marsch und hinter dir der Leute mit einem Fahrzeug hinterherfährt, würde ich mir was überlegen, aber trotzdem war es unterhaltsam irgendwie. Obwohl der Kommentar von einem anderen Wachmeister, wenn wir uns aufstellen, so in letzter Rotte und so etwas, sagt immer letzte Fotze voll. Okay. Ja, ich sage jetzt letzte Rotte voll, also sprich, dass wir einfach gefüllt dastehen, nehmen wir es mal so, sagt immer letzte Fotze voll. Das ist immer recht unterhaltsam. Ja, ja. Ihr Ösis seid schon ein lustiges Volk. Da fällt mir noch was ein. Beim Waffen- und Schießens, den wir hatten, ich glaube, der war am Dienstag, sind wir auf dem Hindernisparcours gegangen. Und wir haben da einen dabei, der ist halt nicht so sportlich und kann halt nicht so schnell laufen. Aber wenn der mal fällt, bei 120 Kilo, die mal runtergehen, ist das schon mal was. Hat einer gemeint, du bist aber jetzt nicht schön runtergefallen. Der Wachtmeister, du bist auch nicht unbedingt der Schönste. Zum Rekruten. Okay, ich mag ihn auch. Der ist cool. Samari? Ich habe was gefunden für 8 GB. Bei der 8 Rosse sind bis zu 64 Kilobit runter. So oder so, das ist scheiße. Aber eigentlich habe ich ja eingegeben ohne Drosselung. Na, welchen Vertrag gibt's ohne Drosselung? Wer zu finden. Zum Beispiel Kabel hat nur keine Drosselung außer gemacht. Sharing. Dann hauen sie die in eine Drosselung rein. Aber auch erst ab. JPN. Was für ein Land könnte das sein? Japan? Ja. Ach du Scheiße, ich fahre da so ein Kamikaze-Bomber, ja. Im Bohrfahren wäre es besser. Ich trau dem nicht. Ich fahre lieber auf der linken Spur. Gott, verdammte Scheiße, was hat denn der für einen Namen eingegeben? Noch 40 Kilometer.
K-Speed Emil. Reason to slow driving. Ja, das ist ein schöner Report. Was? Da will ich dafür aber. Halt lieber. Ist bei euch ein Fernseher? Nein. Und Martin, du lagst ordentlich. Ist jetzt weg? Ja, seine 3 GB ist aufgebraucht. Oh Mann. Arme Sau. Der wird sich jetzt an abfreuen. Bei Zock, die hat Traffic Belastung. Ah, ich glaube, ich habe was. Reggie, weißt du, was so richtig traurig ist? Die Beerdigung? Das auch, aber nie. Ich bin der Einzige in Glasgow. Dann ist, fühlst du dich einsam? Es ist ungewohnt. Obwohl, man muss sagen, Gott sei Dank habe ich jetzt die nördlichste Stadt, die es gibt in diesem Spiel, erreicht mal. Alter, da kommen so viele LKWs entgegen, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich 1321 Kilometer gefahren. Und ich habe mit dem jetzt die Hälfte von Level 23 erreicht. Wohlgemerkt, ich war am Anfang. Ich bin ja auch so gesehen am Anfang. Weißt du, ich glaube, den nächsten, den ich irgendwann mal reporten werde, da werde ich als Report-Grund hinschreiben, Alter, zu dumm zum Fahren. Komm mir entgegen auf einem pfeilgeraden Teerstück, und weil ist, er zieht auf die Mitte der Straße, er bleibt nicht auf seiner Spur.
Hm. Echt lehm, als ich jetzt mit ihm rechts angefahren hätte, mein großes Schraubkreuz rausgepackt und hätte mit dem Ohren gehauen. Auf welche Version muss ich denn jetzt um? 1.6 Public. Hm. Die Public Beta musst du da jetzt raussuchen. Gibt ja nur eine 1.16. Oh, oh. Oh ja. Reggie, ich hätte eine Lieferung von Glasgow nach Wien. Oh. Wien? Ja. Ach, Reggie? Wie wär's denn mal mit etwas in Holland, wo ich gerade hinfahre? Hätte ich was noch Rotterdam? Ja, ich fährt ohne Licht. Super. So ein kleiner Kackspaß, gell? Ich hab das Kokainland schon mal umgewandelt. Ich hätte was noch Rotterdam. Ja, Rotterdam klingt gut. Ja, 18 Tonnen Käse. Sieh mal nicht rum, sieh zu. Ja, ja, ist schön. So, ich hab verstanden, von Holland weg den Käse. Nein. Nee. Ich fahre jetzt hier gerade nach Holland. Ich hab. Und ich fahre von Großbritannien nach Holland. Oh, bring mir mal ein bisschen Tee mit. Du magst kein Guinness. Ich rede ja von Tee und nicht von ekelhaftem Bier. Guinness ist nicht scheiße. Zumindest ist nicht aus der Flasche. Ekelhafter Deutsch. Nur weil es du aus einem gottverdammten Dose gesoffen hast und nicht ja, aber aus der Flasche. Da würde ich nicht mal meine Wände mit tapezieren, so ekelhaft ist das. Ich glaube, ich muss mal meine Toilette mitputzen. Ich habe ja schon viel ekliges Bier getrunken, also. Aber das war schlimm, gell? Das war wirklich katastrophal, das war. Anschlag auf meine Geschmacksknospen, also. Nee, was bist du für eine Muschi? Er braucht gerade ein Drittel von Martins Datenvolumen. Was patchen? Fein, super. Da schafft er es dann endlich mal erfolgreich umzuziehen, von der Arbeit schon geschlaucht, hat endlich mal seine Ruhe, will sich zurücklehnen und dann hat er so einen Scheiß-Nick am Rechner. Ich will kotzen. Ja. Nein. Abgeschlossen, Arbeit. Was? Hat er irgendwo einen Vertrag abgeschlossen oder was? Ich hab keine Ahnung. Also für einen mit hohen Datenvolumen, aber das machen wir als der vorher ein LTE-Stick. Aber vielleicht mit einem UMTS-Stick, mal ernsthaft? Ja. Die Stick hast du ja selbst mit einem Handy 0, nix aufgebraucht. Ja. Allein wenn er. Ja, nicht nur den UMTS, das geht ja auch offline, ne? 3G wollte ich gar nicht. Was du brauchst, hat an Traffic, ne? Yo, er biegt rechts ab, schwult beim Gegenverkehr aus und landet auf der Leitplanke. Also, letzten Monat habe ich empfangen dabei. Jetzt krieg ich ja von mir noch den ganz dummen Spruch, das üben wir nochmal, wa? Also, letzten Monat hatte ich Traffic-Belastung von 150 GB. Wie viel? Zumal ich mal Martin mit seinem Stick. Du hast 150 GB. Also, mehr Patchen und alles, ne? Also 150 GB. Alter!
Wie viel zockst denn du leicht? Ich muss arbeiten, Mann. Warte, arbeitest du von zu Hause aus, oder wie? Nee. Das wäre schön. Heute habe ich... aufgemacht habe, habe ich 1,2 GB verbraucht. 2,4, also wie aktuelle Woche 50. Was installieren, ne? Aber das hier alles Datenverkehr. Auch noch mit dem Handy oder mit dem Laptop. Soll ich mal was sagen? Wir haben uns beim Heer zu 6 Internet gekauft und wir schaffen es nicht mal 3 GB in 2 Wochen auszugeben. Ihr läuft ja nur. Dann guckt ihr euch auch bei. Wir gucken uns auch Videos an und das. Oh, ihr guckt euch Videos an. Ja, aber trotzdem, wir kommen nicht sehr hoch mit dem Verbrauch. Oh, das kann man jetzt in Verbindung auch falsch verstehen mit, der kommt nicht sehr hoch. Mann, Reggie! Du hast doch angefangen mit der Scheiße! Touché. Ja, wenn ihr mit Videos gucken, die 3 GB nicht mal leer kriegt. Was hat Martin sich denn dafür eine Scheiße ins Haus geholt? Wahrscheinlich wurde er ja schon gehackt bei seinem Stick. Ja, ist noch Traffic dazu. Catchen, rein, raus. Gebannt für 50 Stunden, weil er die Straße blockiert hat. Richtig so, raus damit. Ich habe schon mal jemanden gesehen, der 3 Monate gebannt wurde, weil er den IP blockiert hat. Was kommt der Blöde Weiß auch noch? Verdammte Scheiße! Immer beim selben Punkt, oder wie? Kilometer noch, dann bin ich schon in Amsterdam. Ich weiß nicht, was deren scheiß Problem ist, aber die Strecke fahre ich nicht mehr, die sie mir vorschreiben. Auf die Serpentin, da hab ich jetzt richtig Bock auf. Schon mal direkt 2 Gänge runterschalten. Oh, geiler Scheiß!
Oh, das war eine Laterne im Spiegel. Jetzt habe ich ja voll die Paras gehabt. Ich dachte, da kommt jetzt wieder irgendwann angeschossen. Bei dem Spiel weiß man nie, was passiert, gell? Leider. Bei vielen Fahrern ist der Begriff STVO leider ein Fremdwort. Die meisten sind nicht aus Deutschland oder Österreich. Die haben nicht wirklich eine STVO. Ja, aber trotzdem, überleg dir mal, in Polen ist auch nicht unbedingt das Wahre, um ein Auto zu fahren. In der Türkei ist sowieso am schlimmsten. Polacken haben sie eh nicht mehr auf dem Zaun. Ist aber auch nichts Neues. Auch wieder wahr. Hauptsache ich baller erstmal mit 90 an der Tanke vorbei. Schön. Warum? Weil ich's kann. Mhm. Ja, versucht's. Mal schauen, wie lange. Ja, ja. Boah, jetzt kommt die Sonne zum Bildschirm. Jetzt wird's nervig. 32 Spawn. Ach ja. Oh, ich krieg das schon wieder an. Gesundheit! Boah! Oh. Sterben einstellen. Ah, schön beachten, Reißverschlusssystem. Das muss ja jetzt sein, ne? Reggie, wie weit hast du noch? Der hat doch einen Speedtag am Laufen. Wieso? Da kann er mir nicht erzählen, dass der so schnell auf einmal in kürzester Zeit wird mit seinem MAN. Will er mich verarschen? Ich fahr Strich 90 und der holt auf. Ping? Nee, nix Ping, da leckt nix, der ist schneller. Hast du nicht die Tempo schwer rausgenommen? Ja, aber erklär mir dann mal, warum der hinter mir schneller ist. Und bei 90 km/h lasse ich den Begriff Windschatten nicht gelten. Den Tempomat haben sie nur beim EU2 Server also beim Server 2 rausgenommen. Beim Server 1 ist der Tempomat noch drin. Da kommst du nicht schneller als 90. Gerade an dem vorbeigeschossen, als gäbe es keinen Morgen. Weil der gerade die Auffahrt hochgekommen ist mit 30, 40. Innerhalb von 5 Sekunden ist er auf einmal hinter mir dran. Kann er mir nicht erzählen mit seinem MAN. Ich glaube, jetzt zielt auch nicht. Jo. Knick es, Junge, du überholst mich nicht. Oh, musstest du in Eisen? Scheiße, wenn man so dicht auffährt, ne? Schon mal von Diesink gehört?
dann schreibt er fuck you, desync. Okay. Hm. Ich hab den voll ausgebremst. Ich mag das nicht, wenn er so dicht auffährt und dann heulen sie rum, weißt du? Ja. Schön, ihr beide gemerkt. So muss das sein. Oh. Und noch ein. Da hinten war der. Reggie, wie weit hast du noch bis zu deinem Ablieferungsort? 300 Kilometer. Okay. Oh, der Volvo sich dahinter mir wohl aufregt? Wieso? Er will tatsächlich überholen, ich fahr schon 94. Was der glaubt? Junge, ich fahr ein DAF, was glaubst du? Welchen DAF fährst du? 10,6 Euro. Und ich hab nicht mal den größten Motor drin und häng die ganzen Volvos hier ab. Ja, aber ich bin gerade auf der Landstraße und ich hab's im Gefühl gehabt, dass dieser Volvo dahinter mir nicht 70 fahren will, sondern 90. Da bin ich jetzt auch 90 gefahren. Nur als ich 90 drauf hatte, ist er links rüber. Ja. Was sagt? So, jetzt nochmal eben Scania überholt. Hier stehen jetzt wieder alle AFK am Straßenrand rum. Ach, das Spiel ist herrlich.
Alter, wie sie alle glauben, darf den überhole ich jetzt. Dann sitzen sie neben mir und wundern sich, warum ich gleich auf einmal gleich auf bin mit denen. Das schnallen die einfach nicht. Hm. Oh, der Scania hat dazugelernt. Er hat gemerkt, dass er mich nicht überholen kann. Permanently banned. Oh man, da muss man schon mal dranstehen. Der hat mich kranken Arschloch genannt. Sick Asshole. Eigentlich müsste ich jetzt schreiben, Duff Baby. Er kommt nicht vorbei mit seinem Scania. Weil jedes Mal, wenn es bergauf geht, setzt er auf der linken Spur zu überholen. Aber er glaubt, ich habe nicht genug Motorleistung. Charlie bei Two and a Half Man. Ey, Chelsea, wenn du wüsstest, dass ich Rückenschmerzen davon bekommen würde, weil mein Penis zu groß ist, würdest du darüber eine Verkleinerung auf dich freuen, oder? Ja, ich denke schon. Ja, aber guck mal, ich habe gelernt, mit dem Problem zu leben. Arschloch. Ja. Aber so ist es normal, der Charlie. Scania rafft es einfach nicht. Der rafft es nicht. Schwester Junge, berührst du meinen Auflieger, bist du tot. Da, ich fahr Strich 90, wie kann der so an mir vorbeifahren? Ey, du Hurensohn, ja, hoffentlich ist dein Truck im Arsch, du Bastard. Ich hab ihn erstmal gefragt, was stimmt denn nicht mit dem, Junge? Ja, die Scania-Fahrer. Die darf wohl nicht überholen, ich hab eingebaute Vorfahrt. Jetzt fragt er mich, warum ich ihn berühre. Ich fahre auf meiner rechten Spur. Bin ich verarschen da hinten? Ich meine Eisenhauer, damit der immer voll drauf fährt oder was? Mach's. Ja, aber ich habe immer sagen lassen, wer auffährt, ist schuld. Dann lass ihn auffahren. Ja, ich weiß noch nicht, warum er unbedingt vorbei will hier. Weil er vielleicht ein Kackidiot ist? Und glaubt, er müsse vor... Also wir können beide nicht schneller als 90, er muss aber unbedingt vorbei.
Frage, hat der Fracht drauf oder nicht? Beide Fracht drauf. Ich schätze mal gleich schwer. Er hat nur den deutlich dickeren Motor, aber dennoch. Wir können beide nicht schneller als 90. Wieso muss er unbedingt vorbei? Weiß ich doch nicht. Vielleicht reporte ich den für respektloses Fahren. Bin mich hier belästigt von dem. Das geht jetzt schon seit 100 Kilometern so. Der rafft das einfach nicht. Ich dachte, der ist angepisst, weil ich gerade mit 90 Klamotten auf der Landstraße an ihm vorbeigeschossen bin. Da wäre auch ein bisschen angepisst, wenn das wäre. So, jetzt bin ich wieder in der Nähe von Amsterdam. Ich habe noch mehr 60 Kilometer bis zum Ziel. Er bleibt eisern auf seiner linken Spur. Dabei geht die Kurve nach rechts und ich bin in der Innenbahn. Ja, jetzt hat er mich in die Wand gedrückt. Bastard, ey. Report. Gib mir die Nummer, dann kann ich ihn auch reporten. Die 93. Echt, 93? Jo, 93. Okay. War die ganze Zeit auf gleicher Höhe. Der hat halt nicht begriffen, dass ich auf seinem Monitor zwar hinter ihm bin, aber auf meinem Monitor ist er neben mir. Heißt der Coldplay 12? Ja, Coldplay heißt der. Mhm. Hab ihn mal gemeldet wegen rücksichtslosen Fahren. Ja, ich auch. Reckless Driving und dran. Blöder Hurensohn, ey. Rafft hat nicht, weißt du? Vorhin beschwert er sich, was grüßt du mich? Wie? Schon was von Desink gehört? Aber er muss dran vorbei! Boah, Junge, lern schalten! Nein, Charlie, das sind nicht unsere Möpse, das sind meine Brüste. Ja, und was sagt er, Knallhart? Ja, und wer wäre der Hauptverdächtige, wenn es um Fingerabdrücke geht? Jetzt steht er hier mitten auf der Straße, einfach dieser Codeplay.
Oh ja, in Rotterdam sind wieder viele Leute unterwegs. Mein Truck ist jetzt nicht großartig kaputt gegangen, aber was sollte die Aktion schon wieder? Weil keiner kann schneller als 90 fahren, er muss aber vorbei. Und dann frage ich mich, wo die Admins sind. Dafür reportet man ihn zu zweit. Was ist, der fährt hier immer noch rum. Verstehe ich nicht, so was kann ich nicht nachvollziehen. LKW stehen bei einer roten Ampel. Hui. Ich würde sagen, an der Ampel hält man sich jetzt etwas länger auf, ne? Ja. So, jetzt mal eben ein Kippchen rauchen. Und dann darf ich mal eben kurz rüber nach Lidl huschen. Ich müsste auch einkaufen gehen, damit ich was zu saufen hätte. Nur naja, Bier allein reicht mir nicht auf Dauer. Naja, geht ja nicht um Saufen, nur. Frauchen hat Kokade gemacht und das Baguette vergessen oder Brötchen, irgendwas, was, ne? Ah, Beilage halt. Hm? Die Beilage hast du vergessen. Ja, ja. Mann, in Rotterdam ist jetzt was los, ey. Das heißt eigentlich auf Englisch überholen, Overdrive, ne? Ja. Warum? Nur fürs Interesse halber. Könntest du bitte die 844 reporten, weil er mir die Vorfahrt genommen hat? Die 844? Mhm. Parker. Ist nur so, dass ich vor ihm eingebogen bin, aber nee, er fährt einfach an mir vorbei und nimmt mir dadurch die Vorfahrt. Der Packer, ne? Mhm. Die 488. Das ist 488? Ja. Ich dachte 844. Achso, ja, 844, entschuldige, verlesen. Weil ich habe hier eine 400er Nummer, eine 800er, eine 1600er, 1200er und die stehen alle gerade ineinander. Das sehe ich jetzt ziemlich schlecht alles. Wann hätte der Typ im Scania mich gefragt, can I cross over, so, kann ich rüber? Nein, kannst du noch nicht, fahr weiter. Nee, weil ist der jetzt reingefahren, oder wie? Ja, der war auf exakt gleicher Höhe, war Spiegel an Spiegel und dann zieht der rechts rein. Und drückt mich in die Wand, der Bastard.
Und ich gehe mal davon aus, dass ich auf seinem Bildschirm schon hinter ihm war, aber er auf meinem Bildschirm noch neben mir war. Hast du Schaden gekriegt? Nichts Nennenswertes, aber dennoch. Den Anstand halber mal fragen, kann ich rüber? Ja? Oder kann ich nicht rüber? So, der Reggie, ich stehe jetzt bei Rotterdam. Ich bei Amsterdam. Ich guck mal, ob ich was da in die Richtung hopp. Ich hab was von Amsterdam nach Rotterdam mit einer Yacht. Ich hab gar nichts. Was irgendwie nach Amsterdam führen würde. Ich hätte nur dann zwei Dinge nach Duisburg. Eins nach Flexistow. Nach Hamburg hätte ich dann was. Nach Katowice hätte ich was, aber das wäre ziemlich weit. Ist Puschi wach? Was ist mit Puschi? Blue Eyes. Ja? Was ist mit Puschi? Auf meinen Schoß gerade. Oh, Puschi. Oh Mann, das kann man auch leicht für anders verstehen. Kann ich dafür, wenn er seine Tochter Puschi nennt? Was reimt sich auf Puschi? Ah, oh, jetzt fängt der nächste an. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, den Scherz hat er schon zu oft gehört. Was reimt sich auf Puschi? Sushi. Also Puschi. Puschi mag Sushi. Ahaha. Was machst du denn, wenn die groß ist und in der Pubertät ist? Nennst du sie dann auch Puschi? Ich glaube, da kriegt die eine Decke. Hör auf mich Puschi zu nennen! Oh, Puschi. Sei mal keine Zickzicke jetzt. Oh, eine Zippe. Reggie, bist du schon auf dem Weg? Was? Eure Stimme magst du nicht, dachte. Pech? Da komm ich rüber, ich komm mal eben mit der Yacht darüber gefahren. Mhm. Ich nehme mir dann eine Fracht nach Ostrava. Oh, er zieht rechts rein und bleibt mit dem Auflieger am Tor hängen. Oh komm, Leute, was hab ich denn hier mit... Einmal mit Profis, einmal! Alter, ich will doch nur rechts auf den Platz, um mir die Yacht zu holen, verdammt! Die Leute sehen, dass man von der Straße auf den Platz will, verstehst du? Aber die warten nicht, dass man da drauf fahren kann. Hm. Reggie, weißt du, was eigentlich passiert, wenn man F7 und Enter drückt? F7 und Enter? Ja. Weißt du, was ich gerade viel witziger finde? Messen. Ich habe gerade die Fracht angenommen und der Auflieger steht hier gar nicht. Okay. Der steht hier nicht. Mal alt und Schiff. Dann komme ich in die Nähe von Amsterdam, weil ich sowieso nach Ostrava muss und bei Amsterdam vorbeifahre.
du musst mal Alt und Shift drücken. Nee, Alt Shift kenne ich schon. Alter, hier ist was los, das ist ja unglaublich. Wo bist du? Bei Stuck stehe ich auf dem Platz, hier sind mindestens 12 LKWs. Keiner kann sich mal einigen, wer jetzt rein und raus fährt, ey. Jawohl, der erste Unfall. Schön. Bei mir ist das Spiel abgeschissen, weil so ein Depp neben mir natürlich einen Ping von 600 hat. Das muss so schwer sein, mal die Augen aufzumachen während der Fahrt, ne? Das ist... Vor allem, ich bin gerade vorhin, um die Lieferung abzuholen. Hier heißt einer der Orchestrator. Mhm. Hier hat einer einen Froschfotzengrün, Reno. Okay.